Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion stellen wir euch das größte Volksfest der Welt vor. Eingeführt im Jahre 1810 von König Max I., Josef von Bayern, lockte das Oktoberfest, welches auch Wiesen genannt wird, 2011 ca. 7 Millionen Menschen aus aller Welt an. Die jährliche Veranstaltung findet jährlich im September und Oktober ganztägig auf der Theresienwiese in München statt und dauert zwischen 16 und 18 Tagen. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Am Wieseneinzug, der durch die Münchner Innenstadt führt, nehmen die Festwirte mit ihren geschmückten Kutschen, Musikkapellen und Schausteller teil. Der offizielle Auftakt des Festes wird nicht nur vom heimlichen Publikum, sondern auch von Zuschauern aus aller Welt am Bildschirm verfolgt. Mit dem Spruch »O zapft is« und dem Anstich des ersten Fasses durch den Münchner Oberbürgermeister beginnt dann das Volksfest. Zu der traditionellen Tracht gehören das Dirndl für die Frau und die Lederhose für den Mann. Mit Freunden, dem Partner oder den Arbeitskollegen wird dem Oktoberfest ein Besuch abgestattet. Zu Popmusik, Schlager und bayerischer Blasmusik wird in den Zelten gegessen und getrunken, geschunkelt und getanzt. In den größten der 14 Zelte, wie zum Beispiel dem Hofbräu-Festzelt, finden bis zu 12.000 Menschen Platz. Viele Familien besuchen am Nachmittag mit ihren Kindern das Oktoberfest. Karussells, Riesenrad und andere Fahrgeschäfte sorgen für vergnügliche Unterhaltung. Bayerische Spezialitäten wie Händel, Pretzen, Obatzter, Schweinshaxe und Weißwürste, die auch Schmanke genannt werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Dass das Volksfest so populär ist, lässt sich auch daran erkennen, dass einige Städte, wie zum Beispiel Mainz oder Konstanz, ihre eigenen Wiesen veranstalten. Die Münchner Brauereien brauen für das Oktoberfest ein spezielles Bier mit mehr Stammwürze und einem höheren Alkoholgehalt von rund 6-7%, welches auch Wiesenmärzen genannt wird. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Jedes Jahr werden in Deutschland durchschnittlich 125 Liter Bier pro Kopf getrunken. Prost! Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Gibt es in eurem Land auch ein Fest, bei dem ein bestimmtes Getränk angeboten wird? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal!